Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin's Alexander vom Kanal Survival Pirat und neben mir steht Luca und Luca erklärt euch jetzt mal, was wir heute vorhaben. Heute haben wir vor, auf jeden Fall so einen kleinen Pizzaofen in der Art zu bauen. Alexander erklärt euch jetzt mal, wie wir sowas vorhaben. Also wir haben ja schon eine Feuerstelle und neben der Feuerstelle werden wir noch eine Feuerstelle machen, da wir so viel lehmartigen Boden hier haben und hinten vorhin ganz viele Steine gefunden haben, die wir auch nachher hierher steppen werden. Werdet ihr alles in diesem Video natürlich sehen. Bauen wir noch eine Feuerstelle, also graben ein Loch, dann machen wir einen Pizzaofen, schön mit Lehm, das seht ihr in dem Video. Heute Abend gibt es schön Chili con Carne, es wird noch ein Dreibein gebaut. Viel Spaß und wir sehen uns, bis gleich. Luca holt jetzt die Steine, in der Zeit bauen wir jetzt schon mal das Dreibein. Was ihr dafür braucht, ist ein Birkenstamm, Axt oder eine Säge. Und entweder Naturschnur oder Paracord, ist eigentlich ganz egal, das kommt auf euch drauf an. Und ich würde sagen, wir bauen das ganze Ding jetzt mal auf. Da wir in der Natur keinen Maßband haben, rechnen wir mit Sägenlängen. Heißt, ich habe jetzt hier meine Säge, fange vorne an zu messen. 1, 2, 3 Sägelängen und da sägt man dann ab. Und macht da noch mal 3 Sägelängen. 1, 2, 3. Kommen wir zu meiner Lieblingsaufgabe des Keilen. Dafür legen wir die auf den Boden so hin wie ein Zelt und den dritten legen wir dann an. Es gibt nur zur Info sehr, sehr viele verschiedene Arten, sowas zu bauen, so ein Dreibein. Meine Art ist es so zu bauen. Wir sägen hier ein bisschen ein auf der Seite, auf der anderen Seite genau dasselbe. Markiert und jetzt wird eingesägt. Das hier ist jetzt unsere Verschrebung hier vorne. So. Und der kommt dann von hinten. Das ist hier so ein bisschen gegengelehnt. Und so ist unser Dreibein auch schön stabil. Und das wird jetzt noch schön mit dem Paracord festgegurtet. Ich habe jetzt hier die Naturschnur und gehe erstmal hier bei der Astgabelung rein. Dass das auch richtig hält. Man kann auch Wurzeln nehmen oder so und das dann zusammen verziehen. Man hätte es jetzt auch so lassen können, aber wir wollen, dass es ein bisschen länger hält. Dreibein steht soweit und jetzt kommt der Ultrahärte Extremtest. Ihr seht, es hält. Ich wiege, nur zur Info, 67 Kilo und
Das hält das Dreibein locker aus, dann wird es auch den 5 Kilo schweren Topf aushalten. Wenn man jetzt einen großen Edelstein oder Eisentopf nimmt. Ich würde sagen, wir holen jetzt erstmal viele Steine. Auf jeden Fall habe ich jetzt noch mal ein paar Steine hier geholt. Das sind jetzt die Steine, die wir schon haben. Hier seht ihr, wie das dann aussehen soll. Das kommt dann da in das Loch rein. Wir werden das heute nicht fertig kriegen, aber auf jeden Fall irgendwann dann in einem anderen Video. Ja, wir haben die Steine schon mal geholt und werden jetzt auch heute Abend schon mal anfangen, das so ein bisschen zu fließen oder zu pflastern, sage ich mal. Und hier ist das Dreibein. Das habe ich noch ein bisschen gekürzt eben gerade. Und wir schießen gerade ein bisschen Slingshot auf da hinten auf eine Dose. Und jetzt wird noch ein bisschen Moos geholt für unser Haus. Wir machen jetzt auf jeden Fall das Feuer an. Dafür hat Luca hier schon schön kleines Holz vorbereitet. Wir haben kleine Birkenanzündholzer. Dann haben wir hier den kleinen Zunderstöckchen. Und danach kommen die großen Hölzer drauf. Und dann halt ganz große Holzer, diese großen Birkenstämme. Luca macht noch Holz. Hier habe ich meine Pfanne mit einer Astgabel verbunden und das auf Klemmung gemacht und mit Schnüren verbunden. Und das werde ich jetzt gleich auch nochmal verflechten, oben die Schnur, damit das besser hält und nicht mehr beim Feuer kaputt geht. Und dann machen wir das Feuer an und dann gibt es Chili con Carne.
wird dann noch ein bisschen angebraten. Wir werden jetzt essen und gehen dann ins Bett. Wir haben nun alles aufgegessen und wir sehen uns morgen früh wieder. Bis gleich. Ich habe hier mein Kienschweinstück, das habe ich selbst gesammelt. Und da mache ich jetzt erstmal hier ein paar Flocken ab. Ich habe jetzt fürs Spiegelei, oder einfach mal, um es einfach mal auszuprobieren, beziehungsweise ich habe fürs Frühstück jetzt hier mal ein Grillrost zum ersten Mal mitgenommen. Den habe ich geschenkt bekommen. Und ja, wie folgt sieht das aus diesem Klemmsystem. Es wird hier so reingesteckt und dann kann man das auf den Stock hier drauf stecken. Und dann kann man das hier so auf den Stock einfach drauf schieben. Das hakt man hier ein. Und jetzt, wenn das hier vorne drauf geht, dann verlagert sich das Gewicht. Und durch ein bisschen so zu sich ziehen, kann man das dann auch in der Länge und in der Höhe verstellen. Und so kriegt man halt die perfekte Wärme und Temperatur hin. Und eigentlich ist es zum Würstchengrillen da. Und jetzt machen wir Eier.
Feuer ist gelöscht, Sachen sind gepackt. Hier hinten habe ich fürs nächste Mal das Tarp hingelegt, wo das Feuerholz trocknet. Ja, das Feuerholz trocknet hier jetzt auch noch schön. Es hat auch gerade noch mal angefangen zu regnen. Somit verabschiede ich mich und bedanke mich für die schöne Zeit mit euch und hoffe, ihr habt bis zum Ende das Video geguckt, liken und abonnieren, damit ihr die nächsten Teile, wo wir hier oben sind, wo wir das Holz hier benutzen können, was hier gerade trocknet. Und ja, es war ein schöner Tag mit Luca und viel Spaß und noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.